Hallo und herzlich willkommen seit langer Zeit mal wieder zu einem wirklichen Gewaltmarsch. Bevor es losgeht, gehen Grüße an folgende Kanalmitglieder raus. Rote Baron on Tour, MacBanane, Escuero, Oliver Häusner, Auf Tour mit Daniel. Herzlich willkommen im Nahen Hof. Baba Abzul von Dannen. Ja, guten Morgen. Und Christians Welt. Und einen alten Gasbrenner. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals. Und jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Kilometer 12. Herzlich willkommen in Godorf und herzlich willkommen zu einem weiteren Extremmarsch. Ja, dieser Marsch beginnt für mich wieder mit einem kleinen Ärgernis, denn gerade jetzt erst habe ich bemerkt, dass ich in den einleitenden Szenen die Bildstabilisierung nicht eingeschaltet hatte und das wahrscheinlich alles ein bisschen wackeln wird. Ich habe das jetzt eingeschaltet, aber ja, ist jetzt so. Ist zum Glück nicht so ein ganz so ein Super-GAU wie neulich, wo ich in 720p munter rumgefilmt habe. Ne? Also, der Weg heute wird uns führen nach Klotten an der Mosel. Und zwar habe ich mir dieses Mal gedacht, möchte ich diese Strecke in einem Stück komplett ohne Übernachtung, ohne Pause, also kleinere Pause schon, aber komplett durchziehen. Und ich denke, dass wir so morgen früh vielleicht um 6 oder 7 Uhr da sein können, wenn nichts wirklich Gravierendes dazwischen kommt. Wetter ist glücklicherweise, wie ihr seht, richtig angenehm. Es ist auch relativ kühl, so um die 20 Grad. Regen glücklicherweise ausgeblieben. Das sah gestern noch ganz anders aus. Ne? Und sowas hebt dann auch so die Stimmung. Weil wenn man so eine Strecke unter so einer kleinen Gewitterkrücke da machen muss, Leute, ätzend. Hätte ich mich zwar auch durchgebissen, aber so ist doch die viel schönere Variante. So, auf jeden Fall freue ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, mit dabei seid, mich indirekt mental hier unterstützt, ja, denn für mich, ja, das sollt ihr nicht glauben, aber dadurch, dass ich die Kamera dabei habe, kann ich zwischendrin immer mal wieder reinsprechen und habe das Gefühl, dass ich nicht alleine bin und dadurch so eine gewisse Unterstützung auch erhalte, ja. Das macht sehr viel aus für mich, das ist sehr wertvoll und damit würde ich sagen, weiter geht's. Kurz vor 9:30, Kilometer 19, zügig geht's voran, immer noch mit 7,3 Kilometer pro Stunde. Ja, da wollte ich gerade was erzählen dazu, warum ich diese Bildstabilisierung nicht eingeschaltet hatte. Also ich mache die in der Regel aus, wenn ich so stationäre Videoaufnahmen mache, weil durch die Bildstabilisierung geht eben ein Teil des Bildausschnittes verloren, etwa 10%. Das braucht nämlich die Elektronik, um eben diese Stabilisierung überhaupt anwenden zu können. Ja, das ist wie so ein, könnt euch ja diesen Bildsensor von so einer Kamera wie so einen Bilderrahmen vorstellen. Und mit Stabilisierung wird eben nicht der gesamte Bilderrahmen angezeigt, sondern nur ein kleinerer Rahmen. Und damit kann dann die Elektronik so Verwacklungen einfach wegbügeln, indem sie diesen kleineren Rahmen in dem großen Rahmen eben hin und her schiebt, so wie es eben wackelt. Ne? Ja, und wenn ich dann eben so Aufnahmen mache, wo ich das Stativ benutze, die Kamera also nicht bewege, dann schalte ich das in der Regel aus, um eben einen größeren Bildausschnitt zu haben. Und jetzt ist es so, ich kriege das zwar angezeigt, dass die Stabilisierung ausgeschaltet ist, weil dann fehlt dieses entsprechende Symbol auf dem Bildschirm. Aber ich habe auf dem Bildschirm eine Schutzfolie drauf, so eine matte Display-Schutzfolie. Und in Verbindung mit der Sonnenbrille hier, die ich aufhabe, polarisiert das, glaube ich. So heißt das. Das heißt, ich kann dann nicht sehen, was auf dem Bildschirm drauf ist. Ich müsste halt den Kopf so um 90 Grad drehen. Dann kann ich wieder sehen, was auf dem Bildschirm drauf ist. Das hat, glaube ich, wirklich was mit der Polarisation oder Entspiegelung der Sonnenbrille zu tun. Irgendwie so ein physikalischer Effekt, Optik, da habe ich ein bisschen gepennt im Studium. Ne? So, das dazu. Jetzt ist die Stabilisierung aktiv. Ja, geht auf jeden Fall voran. Hier sind wir jetzt in Urfeld. Ne?
Ja, Leute, da vorne kann ich auch schon das Herseler Werd sehen. Es ist dann nach der Kurve und dann sind wir auch schon bald in Bonn. Was haben wir jetzt? Was habe ich gesagt? Kurz vor 10? Halb 10? Nee, halb 10 war es, genau. Ja, und ab 12, wie gesagt, da beginnt die Zeit wieder zu rasen. Und ja, also so eine Tour wie heute, ne, es werden so 130, 140 Kilometer werden, je nachdem, wie ich mich später entscheide, in Koblenz weiterzugehen. Ne, das ist natürlich keine alltägliche Strecke. Und auch für mich ist das eine Herausforderung. Ne? Deswegen habe ich mich auch hier entschieden, den leichten, aber längeren Weg zu laufen, ne, weil hier immer schön am Rhein lang. Also ich werde auf der gesamten Tour vielleicht 300 Höhenmeter haben. Ne, alternativ hätte ich ja auch wie sonst einfach den direkten Weg gehen können. Da ist aber je nachdem dann bis zu 2500 Höhenmeter und die schrubben einen halt runter. Das kann man auf so einer Tour nicht gebrauchen. Deswegen habe ich mich hier ganz klar für die flache Variante, aber sehr viel längere Variante entschieden. Ne. Da hätte man dann beispielsweise Google Maps, hat von Köln aus bis nach Klotten wären es zum Beispiel nur 104 Kilometer gewesen. Über Komoot wären es dann 120 mit sehr viel mehr Höhenmetern. Und jetzt eben hier am Rheinufer, es werden so, wie gesagt, 130, 140 Kilometer oder so werden. Aber dafür eben keine Höhenmeter. Ne? Dann können wir hier schön die ganze Zeit Stoff geben, weil mit zunehmendem Grad der Erschöpfung sind solche Wanderwege, solche unebenen Wanderwege auch richtig anstrengend. Ne? Deswegen ist so Asphalt wie hier einfach ideal, um möglichst schnell zügig voranzukommen. Und ich denke, das ist für diese Tour auch die richtige Wahl. Weiter geht's! Kilometer 25, herzlich willkommen in, wo sind wir hier, kurz vor Bonn, auf der anderen Seite ist Mondorf. Ihr könnt im Hintergrund wahrscheinlich auch noch die Fähre gerade anlegen sehen, die Fähre Christophorus. Wir erinnern uns, da hatte ich vergangenen Winter einen Zuschauer, diese ja, Sealskins Socken habe ich ihm da vorbeigebracht, geschenkt, dem Johannes. Ne? Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der arbeitet nämlich auf dieser Fähre. Ob er da jetzt mit drauf ist, konnte ich leider nicht erkennen, aber ich muss hier voran machen. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will, wo es geht, immer in Bewegung bleiben. So, und dann möchte ich an dieser Stelle auch mal kurz erklären, warum ich dieses Mal nicht nach Pommern laufe, sondern nach Klotten. Das liegt einfach daran, Pommern und Klotten und die gesamte Moselregion. Ah, brüllt der so, Junge. Die gesamte Moselregion ist momentan extrem ausgebucht touristisch und in Pommern gab es kein freies Zimmer mehr. Aber ich hatte ja ein Ass im Ärmel. Moin! Und zwar den Kumpel von Benny, mit dem zusammen er eben diesen Weißwein Moselschönheiten vermarktet. Der hat ja da in Klotten ein Haus mit Apartments und kleinen Gästezimmern. Und da hat er noch so ein Notreservezimmer für Familienangehörige, Freunde oder Notfälle wie mich, die eben da spontan ein Zimmer benötigen. Denn es ist so, wenn ich da morgen früh ankommen werde, werde ich natürlich richtig im Arsch sein. Und da brauche ich einfach so den Samstag für mich dann, um mich so ein bisschen zu erholen. Weil am Sonntag kommt dann mein Sohn und meine Freundin nach. Und da, wenn die dann schon vorher da wären, also das funktioniert einfach nicht, ne? Wenn der Papa dann da so zerschossen rumläuft und gar nicht zu irgendwas zu gebrauchen ist. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich gehe 2 Tage vorher los, habe dann den zweiten Tag eben zum Entspannen da und dann könnt ihr zwei, Frau, also Freundin und Sohn, eben nachkommen. Ich denke, ihr versteht, ne? So, ja, hatte ich eben die Kilometer schon gesagt? Ich glaube, ja. Wie gesagt, wir sind jetzt kurz vor Bonn, immer noch 7,3 Kilometer im Durchschnitt. Ja, ob ich das so lange noch halten kann, weiß ich nicht. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ne? So erste Anzeichen, dass ich doch spüre, dass ich unterwegs bin, habe ich in den Füßen. Und zwar auf dem linken Spann obendrauf. Da ist so ein leichtes Ziehen, merke ich halt. Und ja, das sind so Sachen, die muss man natürlich immer im Auge behalten. Ne? Aber ich denke, dass das keine großen Probleme machen wird. Aber wie gesagt, das ist noch alles der Anfang hier. Das ist erst quasi nur Warmlaufen. Und ich denke, richtig interessant wird es eh erst ab Koblenz werden. C
20 nach 11, Kilometer 32. Herzlich willkommen in Bonn. Beziehungsweise wir sind schon fast wieder raus. Zentrum liegt schon wieder ein ganzes Stück zurück. Und wir laufen jetzt hier auch wunderbar wieder auf das Siebengebirge zu. Das Wetter, das stimmt mich richtig fröhlich und freundlich. Und ich komme richtig gut voran. Das ist richtig geil. Warte mal schauen, Geschwindigkeit zur Information. Oh, was ist hier los? 7,2. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind ein bisschen abgesackt. Ich habe auch gerade relativ lange auch telefoniert. Wenn man dann nicht so ganz bei der Sache ist, dann wird man automatisch so ein bisschen langsamer. Ja, und das schlägt sich direkt in der Durchschnittsgeschwindigkeit wieder. So, jetzt hatte ich eben schon mal versucht, ein erstes kleines Frühstück zu mir zu nehmen. So langsam kommt so ein bisschen Hüngerchen an, aber das geht auch wieder weg. Aber trotzdem muss man ja ständig für Nachschub sorgen. Und zwar habe ich hier wieder so ein Squeezy Energy Super Bar. Diesmal in Sherry. Da ist auch Koffein wieder mit drin. Und letztes Mal hatte ich die immer in Geschmack Cola gehabt. Und ja, also mit viel Vorstellungskraft wäre das auch gerade noch so als Cola durchgegangen. So ähnlich irgendwie, ne? Deswegen bin ich mal gespannt auf Sherry. Den wollte ich eben, wie gesagt, schon mal essen und habe den aber nicht aufbekommen. Und da denke ich, na gut, dann ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt bin ich ja so ein bisschen gehandicapt hier mit dem Selfie-Stick in der Hand. Und wenn es jetzt klappt, dann ist es wirklich der richtige Moment. Ja, Leute, so muss das sein. Das Ding geht wunderbar auf. Also einmal probieren. Ja. Sehr gut. Ja, der ist so leicht zäh. Sind so crispy Dinger mit drin. Und Sherry auf jeden Fall deutlich besser als Cola, ne? Sherry, Kirsche. Und ich glaube, da sind sogar so ein paar Fruchtstückchen mit drin. Schmeckt sehr gut. Dann wollen wir hoffen, dass die Energie gleich einfährt. Dann kann man die Durchschnittsgeschwindigkeit wieder ein bisschen hochpushen. Herzlich willkommen in Rheinland-Pfalz! Uhr, Kilometer 45, herzlich willkommen in Rolandseck. Ja, meine letzte Moderation zu euch liegt da jetzt schon eine Stunde 40, Stunde 50 zurück und gut 12 Kilometer. Und ja, Leute, was soll ich sagen, in dieser Zeit jetzt habe ich hier wieder meinen Film gefahren. Trance aus den 90ern auf den Ohren, das Energiegel hat reingeknallt. Leute, fantastisch. Ich bin auf einer Wolke dahin geschwebt. Ich war wieder in so einer Energie, in so einem Energieball eingepackt und habe mich quasi von außen selbst beobachtet, wie mich die Musik, die Bässe einfach dahin schieben. Leute, ein unglaublich erhabenes Erlebnis war das wieder. Ja, und jetzt merke ich halt, wie das so langsam abflacht, ne? Ich habe es auch tatsächlich geschafft, in dieser Zeit jetzt meine Durchschnittsgeschwindigkeit wieder anzuheben. Sind wieder bei 7,3. Ne? Ich bin jetzt immer noch zügig unterwegs. Aber ich merke halt, dass dieser Energieschub von diesen kurzkettigen Kohlenhydraten, da ist langsam wieder abflacht und ich halt langsam werde. Und da merke ich halt auch, dass die Musik auch nicht mehr so pusht, ne? Das ist wirklich wie so ein kleiner Drogenrausch, dann in Verbindung mit dem Koffein. Also einige von euch schreiben ja, dass das zu wenig drin sei, also dass man das merken könnte. Aber ich bin da sehr sensibel, wenn ich abends ein Glas Cola trinke, kann ich nicht einschlafen. Ne? Vielleicht ist auch ein bisschen Einbildung immer mit dabei, aber ist egal. Wenn es wirkt, Leute, es schiebt mich nach vorne und es ist einfach unbeschreiblich geil. Ja, ich habe dann eben auch so eine Dauerschleife. Die ganze Zeit drei Stücke gehört. Einmal Made of Orleans von Watergate, dann war es Cream von Blank & Jones und dann zu guter Letzt noch der dritte Track, Kai Tracid und Skywalker. Die drei Stücke immer auf Repeat im Wechsel. Und ja, gerade Skywalker ist natürlich so ein richtig finsteres, düsteres Trance-Stück und ich finde das so klasse halt. Also, guten Trance muss man Zeit geben, sich zu entwickeln. Ja? Und gerade Skywalker, das ist ein richtiges Meisterwerk, wie ich finde, von Kai Tracid. Der gibt da eben
auf 7 Minuten 20 ungefähr entwickelt sich das. Das gibt dem Zuhörer Zeit, sich auf die Musik einzulassen und sich auch eben davon mitreißen zu lassen. Ja? Das entwickelt sich ganz langsam. Es kommt immer, das reißt einen richtig immer tiefer in dieses Trance-Geschehen mit rein. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? So, ja, die meisten Trance-Stücke, die zum Beispiel auf Dream Dance und so drauf sind, sind auch wunderbar. Aber 3 Minuten 30, Leute, da kann sich kein Sound anständig entwickeln. Das ist einfach nur schnell, schnell, schnell durchpeitschen und dann kommt schon der nächste Track wieder. Ne? Deswegen so, wenn man dann die Extended- oder Originalversion sich anhört von manchen Musikstücken, da hat man eben Zeit, sich darauf einzulassen und mitreißen zu lassen. Und das gibt dann eben auch dem Zuhörer auch die Möglichkeit, die Musik zu verstehen. Ja, das ist was ziemlich Abstraktes. Ich glaube, viele von euch wissen, was ich meine. Ne? Ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, in Oberwert. Nein, was rede ich? Rolandseck war es, ganz genau. Rolandseck, ziemlich laute, fiese Landstraße hier. Ich habe auch für später, falls es mir zu sehr auf die Nerven gehen sollte, habe ich hier in der Tasche noch Ohrstöpsel mit dabei. Wahlweise kann ich auch einfach die Earbuds reinstecken. Die haben eine schöne Umgebungsgeräuschunterdrückung. Das funktioniert richtig gut. Die kann man eben auch manuell ein- und ausschalten. Und das ist schon ein enormer Unterschied, ne? Was das ausmacht, der stößt dann so Anti-Schall aus. Ne? Das heißt, so Schall ist nichts anderes als Luftdruckschwankungen in der Luft. Und der stößt dann eben genau in ein genau invertiertes Signal aus, sodass sich Berge und Täler dieser Störfrequenzen eben zu Null im besten Fall wegbügeln. So, Leute, eben war ein Schild, Koblenz noch, was sehen wir hier? Ne, also Remagen 6,3. Ja, müssen wir mal gucken. Also ist noch genug zu laufen heute. Weiter geht's. Herzlich willkommen in der Todeskurve von Remagen. Wow, liebe Leute, 14.04 Uhr, 50,48 Kilometer gelaufen in 7 Stunden und 10 Minuten. 7,2 km/h im Durchschnitt, aber jetzt muss doch leider die erste Pause sein. Schade, ich hatte gehofft, ich könnte wie beim Mammutmarsch durchziehen bis Andernach, aber nee, ich merke einfach, der Rucksack ist auch deutlich schwerer als damals, ne? Und das macht sich jetzt bemerkbar. Ich habe mir hier gestern noch abends wieder ein paar Brötchen geschmiert und hier irgendwo wird sich auch noch eine Dose Cola verstecken. Ah, herrlich. Oh, Leute. Aber bis hierhin richtig geil durchgezogen. So muss das sein. Ja, jetzt haben wir hier wieder die schon vom Arsteig bekannten Brötchenbomben. Die waren leider ein bisschen lang im Ofen, die Brötchen. Ja, sind in der Alufolie jetzt, weil ich sie da warm reingepackt hatte, wieder so ein bisschen angeweicht jetzt. Ne? Geil. So. Prost. Geil. Ja, Brötchen hier, einmal mit Käse und einmal mit Teewurst. Dazu dann auf beiden Butter und Buco Balance. Dann noch eine Prise Salz drüber, wegen Mineralien und so ein Zeug. Ne? Der Schweiß läuft. Das T-Shirt ist nass. Geil. Uhr, kleine Stärkung eingeworfen, weiter geht's, Dose Cola bleibt da liegen, da wird sich jemand über das Pfandgeld freuen. Wow, Leute, ja, jetzt merke ich auch hier nach der Pause, da ich am kleinen C, das ist so eine berühmt-berüchtigte Stelle bei mir, habe ich mir wieder so eine Blase gelaufen und das dauert jetzt erstmal so eine
ja, vielleicht bis Fußgängerzone, Rehmagen, bis dahin werde ich schon wieder im Lauf sein. Aber es sind halt diese Schmerzen, ne? Wenn dann die Füße sich dann erholen. Ich habe jetzt die Beine noch gerade mal so ein bisschen hochgehalten. Da merkt man richtig, wie das Blut dann so rauskommt. Ne? Klasse. Ja, und ich hatte an der Ferse jetzt auch immer wieder Probleme mit ziemlich großen Blasen gehabt. Und da habe ich von euch Zuschauern dann auch mal den Tipp bekommen, dass ich vielleicht mal 2 Paar Socken ausprobieren sollte. Ne? Diesem Tipp bin ich jetzt mal nachgegangen. Habe mir da das erste Paar so Profi-Läufersocken, ne, von Falke, habe ich mir ein neues Paar geholt, die drunter gezogen und darüber dann so ganz einfache Sneakersocken von Puma. Und ja, ich muss sagen, an der Ferse merke ich nichts, aber dafür jetzt am linken kleinen Zeh. Aber das ist alles noch nicht wirklich erwähnenswert. Ich spüre es halt nur, ne? Ferse ist halt in dem Sinne problematisch, weil ich da halt mit Hornhaut ziemlich Probleme habe und die halt, ja, ist halt ziemlich starr und steif, diese Haut. Und wenn die halt in Bewegung ist, wird da drüber das weichere Hautgewebe immer in Bewegung versetzt und da kommen dann auch die Blasen. Ne? Also Blasen bilden sich ja nicht nur, wenn man ja, über die Haut drüber reibt richtig, sondern es reicht einfach, wenn man die nur hin und her schiebt die ganze Zeit. Ne? Wenn das über Stunden hinweg geht, dann löst sich da auch die Haut. Da sind so winzige Faserrisse, habe ich mal gelesen, dass die Haut sich quasi ablöst und dadurch dann Wasser eindringen kann. Und das ist eben diese typische Flüssigkeit, die in Blasen drin ist. Ne? Keine schöne Sache, kann richtig schmerzhaft werden, aber ja, wie gehabt. Was soll man da machen? Da muss man durch und vielleicht auch mal 2 Paar Socken ausprobieren. Bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Nein, gelaufen, genau. Und damit sind wir hier jetzt auch schon in der Fußgängerzone von Rehmagen drin. Boah, Leute, ist das ein Wetter. Geil. Richtig geil. Sowas gibt Kraft, Energie und Lust weiterzumachen. Ja, Hälfte bis nach Koblenz haben wir schon hinter uns. Also, ne, und damit liegt dann so schon ein gutes Drittel der Strecke hinter uns. Weiter geht's. Viertel vor 4, Kilometer 61, herzlich willkommen in Bad Breisig. Ja, auch wieder länger nicht gemeldet. Ich habe jetzt die ganze Zeit wieder richtig gut durchgezogen mit Musik im Ohr. Und was soll ich sagen, ihr kennt das vielleicht auch. Ne? Es gibt solche ehemaligen Gruppen auf Facebook. Ne? Und da bin ich jetzt vor ein paar Stunden zu einer hinzugefügt worden. Und Leute, es ist gerade so ein richtiges, unglaubliches Feuerwerk an Erinnerungen, was da gerade durchgeht, ne, durch mich. Da sind so viele Leute dabei, die ich das letzte Mal vor 10 oder auch vor 20 Jahren gesehen habe. Und jetzt über Facebook ja, trifft man die Leute wieder, wechselt ein paar Worte, spricht über alte Zeiten. Ein Treffen ist auch im Gespräch. Ne? Das finde ich richtig geil. Auch wenn ich glaube, dass das nicht stattfinden wird. Ich sage nur Delta. So, aber ihr könnt ja selber mal nachdenken, ob ihr auch solche ehemaligen Gruppen kennt, wo ihr vielleicht drin seid und ob es euch da genauso gegangen ist, als ihr da hinzugefügt worden seid, dass man da so Geister der Vergangenheit wieder trifft. Richtig tolle Sache, Leute. Ja, was weniger toll ist gerade, ich muss jetzt hier in Bad Breisig eine Zwangspause machen. Mein Trinken ist alle. Ne? Wir steuern jetzt quasi schon direkt den Edeka-Markt an. Ja, dann werden wir da noch eine kleine Pause machen, vielleicht noch was essen. Ich habe auch so richtig Bock auf so ein Eis. So ein kaltes Eis am Stiel, ein ordinäres bei der Hitze jetzt. Ne? Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, in den Rhein zu springen, so ein bisschen Abkühlung zu kriegen. Es ist wirklich heiß. Die Sonne knallt. Ja, aber jetzt, in dem Moment, schiebt sich eine Wolke davor. Ist das nicht klasse? Kommt so ein bisschen Abkühlung. Also, ja, bis zur Ecke nehme ich euch noch mit hier. Da müsste dann auch direkt der Edeka-Markt sein. Also Leute, es läuft verdammt gut, muss ich sagen. Ne? Ich habe zwar so leichte Probleme im Schienbein, im rechten. Das ist auch so Sorgenkind. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich da den Fuß so runterflappen lasse beim Laufen, dann kriege ich dieses Kant-Syndrom so halbwegs in den Griff. So, da ist er. Da ist der Edeka-Markt, genau. Da war ich auch schon mal einkaufen, als ich hier in Bad Breisig auf dem Campingplatz übernachtet habe.
vielleicht war das hier, wo es so schwer geregnet hatte, wo ich das so geflucht hatte und die Rezeption war nicht besetzt, wo ich mich dann da in die Garage rein verzogen hatte. Dann hab ich das Zelt da quasi damals nur als zu Showzwecken aufgebaut. Ne? Also sehr schön. Ja, doch, hier ist richtig. Hier, Edeka-Markt, Höfer, oder ist das der Bäcker nebenan, der so heißt? Ja, gerade mal rumdrehen. Edeka-Markt, Parkplatz, Bad Breisig, hier wunderbar mit zwei Bergen da. Leute, wunderbares Ambiente hier. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier draußen zum Ressourcen auffüllen wieder. Leute, ist das geil. Habe ich nicht eben von einem Eis am Stiel gesprochen? Ich meinte hier so ein riesen Eishörnchen. Das feiere ich immer, das ist richtig geil. Boah, Knaller. Und dann in dem Schatten von dem Baum hier. Was jedet uns gut, super. Einkaufswagen, könnt ihr auch da sehen. Ist hier im Grünstreifen eingehakt. Boah. Ja, dann habe ich noch 3 Liter Wasser eingekauft, eine Flasche Mountain Dew, einen halben Liter, den ziehe ich mir gleich noch rein. Und dann hoffe ich, dass wir dann hier die nächsten 20 Kilometer ohne weitere Störung durchkommen bis nach Andernach. Und da werde ich dann den nächsten Supermarkt oder vielleicht die Tankstelle ansteuern. So, frisch gestärkt mit aufgefülltem Wassertank geht es jetzt hier kraftvoll weiter, liebe Leute. Und dann noch auf dieser Stelle auf jeden Fall einen ganz lieben Gruß an das nette Pärchen, die mich gerade hier auf dem Parkplatz vom Edeka-Markt so freundlich begrüßt haben. Die haben uns im Auto gewunken und haben sich total gefreut, mich zu sehen. Zuschauer von mir fand ich sehr nett, also schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. So, ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder zurück hier ans Rheinufer. Noch 50 Meter, dann sind wir wieder da, dann biegen wir rechts ab. Ne, der Edeka-Markt, der kam jetzt hier richtig, wirklich wie gelegen, denn mit Ortseingang Bad Breisig trinke ich und gar nichts mehr. Ne? Da war das Ding leer gewesen, das Trinksystem. Und so muss natürlich gerade bei solchen Temperaturen ständig aufgefüllt werden. Ne? So, das Eis, muss ich sagen, liegt mir jetzt ein bisschen schwer im Magen oder auch in Verbindung mit dem Mountain Dew. Ne? Das habe ich ja auch so runtergestürzt. Ja, das war, glaube ich, keine so gute Idee, aber da müssen wir jetzt durch. Ne? Der kleine Zeh hat jetzt zu Beginn wieder so ein paar kleine Probleme gemacht. Ich merke auch, dass ich am rechten Fuß, ich glaube, es ist der Ringzeh oder der Mittelzeh, einer von beiden, da bildet sich auch so eine kleine Blase langsam. Ne? Muss man mal gucken. Also jetzt sind wir halt bei Kilometer, jetzt sind wir bei Kilometer 62, also 61,4. Durchschnittsgeschwindigkeit immer noch bei 7,1 in Fahrt, aber der Gesamtdurchschnitt ist schon auf 6,9 runtergerutscht jetzt. Ja, gut, da bleibt nicht aus. So lange kann ich es auf jeden Fall nicht durchhalten. Es gibt da ganz andere Kaliber, beispielsweise der Yannick, ne, der wird ja auch vielen ein Begriff sein. Also da, glaube ich, wird niemand rankommen. Ich denke, der ist, also zumindest deutschlandweit wird keiner die Leistung vom Yannick toppen können. Ne? Der hat ja da auf dem Mammutmarsch Around the World Challenge 220 fucking Kilometer runtergerissen, Leute. Und ich glaube sogar in einem durch. Ne? Ohne Pause, ohne Schlaf. Klar, hin und drin, hin und wieder so kleine Verpflegungsposten hatten wohl die Freunde für ihn auch mal wieder installiert. Ja, so sieht das aus. Ja, hier ist jetzt die Fußgängerzone von Bad Breisig. Hier muss man sehen, ja, obwohl für die Uhrzeit, was haben wir jetzt? 20 vor 4? Ne, 10 nach 4 haben wir schon mittlerweile. Ist es eigentlich relativ leer hier an einem Freitag. Naja, auf jeden Fall auch sehr schönes Fachwerkhaus hier. Bad Breisig, auch ein sehr beliebter Touristenhotspot. Sehr schön hier, kann man richtig schön sitzen hier, den Blick aufs Rheinufer genießen, was essen. Hier hausgemachte Reibekuchen und so ein Zeug. Ne? So, ja, jetzt fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Wie gesagt, ich hoffe jetzt die nächsten 20 Kilometer bis Andernach hier stramm durchzuziehen und da dann erst die nächste Pause zu machen.
20 vor 6, Kilometer 72, herzlich willkommen unter der B9, kurz vor Andernach. Leute, ich habe eine Laufwut in mir, das ist unfassbar. Ich bin wieder selbst von mir überrascht. Das soll jetzt gar nicht so sein, dass ich mich selber hochlobe, sondern soll einfach zeigen, zu was man in der Lage ist. Ne? Ich versuche da immer so von meiner Begeisterung und von meinen Leistungen auch euch etwas davon abzugeben, um zu zeigen, zu was man fähig sein kann. Ne? Ja, wir sind nämlich immer noch Durchschnitt im Fahrt bei 7,1 km/h. Durchschnitt gesamt durch die Pausen jetzt. Ich lasse das Gerät dann halt an. Dann geht die Geschwindigkeit natürlich runter. Da sind wir jetzt bei 6,9. Auch nicht wesentlich weniger. Aber solange Durchschnitt in Fahrt so über 7 bleibt, bin ich schon zufrieden. Aber das wird halt nicht mehr allzu lange so sein. Ne? Leute, Kilometer 73 hat angebrochen. So, da vorne kann ich auch schon Andernach sehen. Habe ich mich ein bisschen verschätzt eben. Ich habe ja gesagt, von Bad Breisig bis Andernach wären es so 20 Kilometer. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich auf dem Mammutmarsch Around the World, dass ich da bei Kilometer 80 in Andernach gewesen bin. Habe ich mich wohl ja getäuscht. Ne? Trotzdem, das Zwischenziel Koblenz rückt näher. Und das ist für mich so eine Schlüsselstelle auch. Und da habe ich geplant, am Deutschen Eck, also gegenüber vom Deutschen Eck, auf der anderen Moseseite mit Blick auf das Deutsche Eck eben eine Pause zu machen und da so ein bisschen Kraft zu tanken, um dann eben das wahrscheinlich schwerste Stück der gesamten Tour anzugehen, nämlich die Mosel hoch bis nach Klotten. Das werden so von Koblenz aus auch nochmal so 40, 45 Kilometer werden. Im Grunde nicht viel, aber immer an dieser Landstraße entlang. Ne? Es ist halt der am einfachsten zu laufende Weg, habe ich mich jetzt so entschieden, da werden wir durch müssen. Wie gesagt, wenn es dann so über solche Wanderpfade geht, wo dann auch so Unebenheiten sind, das wird dann richtig anstrengend irgendwann. Und vor allen Dingen, wenn es dann Nacht ist und man ist so eh nicht so ganz da mehr, ne? Dann kann es halt schnell passieren, dass man da auf so einem Stein eben wegknickt. Und ich mit meinem Knöchel hier, da habe ich ja eh Probleme. Und das wollen wir doch vermeiden. Ne? Deswegen bleiben wir doch schön auf der Mosellandstraße B264, müsste da glaube ich sein. So, ja, da sehen wir jetzt wunderbar das Panorama nach Andernach. Hier fährt gerade noch eine Eisenbahn lang. Wird irgendwie Kohlen oder sowas geladen. Ja, das geht so schnell, ich kann da schon gar nicht mehr folgen. Ich merke schon so die Anstrengung. Mein Geist verabschiedet sich schon manchmal, aber ich bin körperlich immer noch richtig bei der Sache. Klasse, Leute. Ne? Habe auch die ganze Zeit immer noch die Earbuds drin gehabt. Trance aus den 90ern. Leute, das pusht so unglaublich nach vorne. Es ist einfach klasse, ne, was Musik so ausmacht. So, ich drehe mich jetzt gerade mal rum, will aber nicht stehen bleiben. Da hinter mir Andernach. Ja, hier der Blick zurück nach Bad Breisig. Ja, kann ich jetzt zwar gerade nicht sehen, aber trotzdem den Blick eben zurück. Ja, und da werde ich dann nochmal einen Stopp machen, um beim Supermarkt nochmal Getränke aufzufüllen, obwohl ich so viel gar nicht getrunken habe. Aber ab Koblenz, Mosel aufwärts, weiß ich nicht, ob ich da nochmal die Möglichkeit bekomme. Da werde ich dann wahrscheinlich doch durchaus irgendwie bei Leuten mal fragen müssen. Aber da ist ja auch noch einige Zeit hin. Ich tippe mal, das war so... Was haben wir jetzt? 17:43. Jetzt haben wir 18. Sagen wir 18 Uhr. Dann 4 Stunden. Ja, dass ich so um 22 Uhr schon in Koblenz sein kann, könnte ich mir vorstellen. Lass uns mal überraschen lassen. Weiter geht's. Oh. Leute, leck mich am Arsch. Herzlich willkommen um 18.09 Uhr nach 74,22 Kilometern hier beim Lidl in Andernach. Irgendwie ist das nur so ein Behelfs-Lidl, so eine Blechbude mit Bretterboden. Ich glaube, da drüben auf der anderen Seite bauen sie was Neues auf. Ne? Genau, da steht es auch. Eröffnung 21.10.21 um 7 Uhr früh. Schön merken. Ne? So, hier habe ich jetzt neues Nachschub gekauft. Und zwar erstmal hier so ein Smoothie, Cranberry, Granatapfel, Acai. Was ist das dann? Banane, Traube und mehr. Also dieses und mehr, da reagiere ich irgendwie allergisch drauf. Ne? Gibt ja auch bei Geschäften. Schreibwaren und mehr. Ja, was gibt es da noch? Reifenwechsel oder was? Also vollkommener Blödsinn. Ne? Also, ja, riecht schön fruchtig. Wahrscheinlich voll mit Zucker, aber das brauchen wir jetzt.
Boah, das zischt. Wahrscheinlich ist von dem, was draufsteht, nur der kleinste Teil drin. Der Rest ist irgendwas Holzspäne oder sowas. Ne? So, dann gibt es hier noch was Kaltes. Eistee, schwarzer Tee, Pfirsich, Hibiskus. Ja. Ja, sehr lecker. Was hat das Ding hier? Ja, Leute, guck mal, was hier drin ist. 72 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das ist fast das Doppelte von dem, was Cola hat. Junge, was ist denn da drin? 14 Gramm Kohlenhydrate. Gut. So, als nächstes gibt es dann hier eine Brötchenbombe. Und für später, für auf der Hand für unterwegs, noch ein Kraftprotz Kokos. Alesto. Ja, einfach mal mitgenommen. Und das Trinksystem werde ich mir gleich auffüllen hier mit Wasser und dann hier den Freeway Iso Light Pink Grapefruit noch als Geschmacksträger, weil immer nur dieses Wasser, das geht mir langsam richtig auf die Nerven. Ne? Aber jetzt erstmal hier ein Brötchen schön mit Käse. Boah. Ja. Dann will ich hoffen, dass ich das hier gleich schnell aufgegessen habe, dass es hier auch zügig weitergehen kann. Scheiße. 20 nach 7, Kilometer 81. Ja, jetzt sind wir hier schon wieder, wie heißt das, Weißenturm, meine ich, oder Mülheim-Kärlich, ne? Eins von beiden. Deutschlands ehemals, nein, weltweit ehemals höchster Kühlturm mit dazugehörigem Kernkraftwerk. Die Baustelle hier vor uns. Ne? Auf jeden Fall, der Kühlturm ist platt gemacht. Das Reaktorgebäude steht immer noch und wird jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich auch langsam abgebaut werden. Radioaktivität für den Menschen äußerst schädlich, ne? Aber ist halt eine sehr enorm effiziente Energie, wenn man halt mal außer Acht lässt, was mit dem radioaktiven Abfall geschehen soll. Ne? Momentan haben wir halt nichts Besseres. Kernfusion steckt ja immer noch so in den Kinderschuhen. Ja, mal gespannt, wenn die ersten Fusionsreaktoren wirklich laufen sollten, dann denke ich, haben wir ein großes Problem weniger, ne? Aber das wird wahrscheinlich noch mal 30 Jahre dauern, bis die ersten wirklich Reaktoren laufen, die wirklich auch einen Energieüberschuss erwirtschaften. Man kriegt wohl schon dieses Kernfeuer, ist man wohl schon in der Lage, dass das brennt, ja? Dass er dieses Plasma einschließen kann, dieses mehrere Millionen Grad heiße. Aber man muss immer noch zu viel Energie reinstecken, als man rausbekommt. Ne? Das ist natürlich ein Problem, weil so kann natürlich kein Kraftwerk der Welt effizient arbeiten. Leute, es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer in Gedanken schon am Abschweifen, habe die ganze Zeit hier schön Trance aus den 90ern auf den Ohren. Ne? Und ich merke halt, aber ich werde ja oft gefragt, ob ich auf meinen Touren nicht auch Musik höre oder so. Ne? Das verneine ich in der Regel, weil auf Strecken, die ich nicht kenne, irgendwelche Steige oder sowas, ne? Da stört mich die Musik. Da muss ich halt aufs GPS-Gerät gucken und so. Aber so Strecken wie hier, die ich quasi auswendig kenne und einfach nur dem Weg folgen muss, ohne irgendwie groß auf Navigation zu achten, da finde ich da Musik eine starke Sache. Ne? Das kann einem dann richtig Energie zuführen. Ja, und es ist einfach auch toll, wie eine Musik eben auch so gedanklich in andere Welten katapultieren kann. Ja? Das ist einfach eine wunderbare Sache, gibt mir auch sehr viel Kraft hier gerade immer wieder. Ja, aber wie gesagt, der härteste Teil steht noch bevor. Wir haben jetzt noch etwa 13 Kilometer bis nach Koblenz, gegenüber vom Deutschen Eck. Ja, das können wir jetzt in 2 Stunden etwa schaffen, denn wir haben immer noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,1 km/h. Leute, ich habe mal wieder keine Ahnung, wo das herkommt. Das macht mir mal wieder Angst vor mir selbst. Wir haben jetzt genau 81 Kilometer hinter uns und ich renne hier immer noch so in diesem Tempo rum. Ne? Also Leute, ihr seht, was möglich ist. Ne? Deswegen an euch nochmal der Appell, ne? Schmeißt nicht direkt die Flinte ins Korn. Bleibt dran, beißt euch durch. Ne? Und dann der einsetzende Erfolg, das ist ein wirklich unbezahlbarer Lohn für
die für solche Qualen und eben der damit verbundene Leistungszuwachs. Und das bringt auch ein sehr großen Schub an Selbstbewusstsein, ne? Wenn man dann mal so einen Mammutmarsch an den Start geht und denkt, ja gut, 100 Kilometer machen wir schon, ne? Kein Thema. Das ist einfach geil, wenn man in so eine Situation dann kommt. Muss natürlich langsam anfangen, ne? Reicht das schon mal, wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt nur einen Lidl-Mammut mit 50 oder 35. Wenn man dann sagt, ach, Lidl-Mammut, kein Thema, dann machen wir es zum Frühstück, ne? Dann kann man sich dann langsam steigern und dann eben irgendwann auch den 100er rocken. Und wenn das nicht mehr reicht, dann rennt man eben noch mehr, ne? Leute, und so würde ich sagen, ja, keine Ahnung, wann ich mich wieder melde, lassen wir uns mal überraschen. Leute, war dein Scheiß. 20.37 Uhr, 89,13 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen. Ja, Koblenz, Kesselheim. Gehört Kesselheim zu Koblenz? Ich denke ja. Leute, ich bin gerade in so einem richtig destruktiven Motivationstief. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Kraft hernehmen soll. Meine Füße tun weh. Die Beine streiken. Und ich bin so fixiert auf Koblenz, dass ich befürchte gerade, wenn ich dann da bin, dass dann Feierabend ist, dass die Anspannung so abfällt und dann die Tour erledigt ist. Obwohl das gerade mal 2/3 der Strecke erst sind. Boah, es ist gerade richtig ätzend, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie schon noch Kraft, aber irgendwie die Motivation ist gerade voll im Keller. Ne? Und ja, jetzt geht ja auch so langsam die Sonne unter. So eine abendfriedliche Abendstimmung legt sich hier übers Land. Und das ist eigentlich so eine Situation, wo man dann gerne auch mal zur Ruhe kommt und ja, einfach abschaltet. Aber hier ist gerade mal 2/3 der Strecke zu Ende, ne? Leute, diese teuflische Mosellandstraße, die steht mir noch bevor. Ich hoffe, dass ich irgendwie, wenn ich am Deutschen Eck die Pause gemacht habe, dass ich da wieder irgendwo Motivation herbekomme. Vielleicht mache ich da auch ein bisschen länger Pause, ich muss mal sehen. Weil ich will das eigentlich durchziehen, ne? Weil ich weiß genau, wenn ich dann da abbreche in Koblenz, ich bin hier hingekommen, um diese Scheißstrecke zu laufen. Das passt mir jetzt überhaupt nicht, ne? Hin und her gerissen, ne? Die Aufmerksamkeit ist auch langsam nicht mehr so da. Ne? Die Sonne hat auch mir ziemlich zugesetzt, ne? Mit Schwitzen und so. Es war schon nicht leicht bisher, ne? Jetzt kühlt es gerade wieder so ein bisschen ab. Da könnten wir vielleicht ein bisschen neue Kraft schöpfen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich drauf, ja. So. Boah. Liebe Leute, herzlich willkommen um 21.26 Uhr am Deutschen Eck in Koblenz. Da über meinem Kopf kann man es, glaube ich, sehen. Ne? 94,28 Kilometer, immer noch 7 Kilometer glatt, Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber Leute, es ist unglaublich, wie ich jetzt auf diesen letzten paar Metern hier abgebaut habe. Ich bin richtig basisfertig. Anders kann ich ja gerade nicht bezeichnen. Boah, richtig schlimm. Deswegen erstmal so ein bisschen hinlegen, vor allem Schuhe aus. Es gab ein bisschen blöd hier, ich komme nirgendwo richtig an Wasser ran. Ich würde gerne mal richtig gerne die Füße hier in Wasser halten. Aber keine Chance da ranzukommen. Ich habe mir nämlich hier am rechten Fuß auch am Ballen, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Oh, hier könnt ihr den Kontrast sehen. Ne? Was sich da für ein Schmutz ansammelt durch den Schweiß, was man da so an Schmutz aufwirbelt. Ne? Ah. Oh, und jetzt kriege ich noch einen Bauchmuskelkrampf. Ah, oh, Leute. Ja, da ist eine ziemlich wunde Stelle, habe ich mir gelaufen. Dann habe ich hier eine Blase auf dem Nagelbett vom Ringzeh. Also manchmal, das ist unfassbar. Andere Fuß ist soweit in Ordnung. Boah. Ja, an der Ferse, da ist auch ein bisschen.
Ja, hier geht auch schon ein bisschen Party ab. Aber erstmal so ein bisschen hinlegen hier. Oh Leute, wenn ich jetzt hier meine Füße, so die Fußsohlen anfasse, oh, das tut so gut, das ist so ein schönes Gefühl. So ein richtig, so eine kleine Streicheleinheit, ne? Oh. Aber ich muss sagen, ich hatte gerade auch, als ich hier am Deutschen Eck angekommen bin, so einen richtigen Energieschub, ne? Ich denke, ja, Zwischenziel erreicht, ne? Ein sehr, sehr schönes Zwischenziel. Deutsches Eck, immer wieder grandios, ne? Das ist so ein geiles, monumentales Teil, ne? Haben wir hier noch Mückenstiche und all so eine Scheiße. Ah, Junge, Junge, Junge. Boah, aber nichtsdestotrotz sind wir richtig, aber richtig gut unterwegs. Also wir sind um 7 Uhr früh, habe ich die Track-Aufzeichnung gestartet. Jetzt haben wir 21:30. Boah, wie viel ist das? Eins weg, dann haben wir 6, 20 Minuten, 14 Stunden, 30 Minuten. 14 Stunden, 30 Minuten. Ja, aber ich glaube, Mammutmarsch Berlin habe ich schneller runtergerissen. Also das macht wirklich enorm was aus, wenn man da so einen Laufbuddy bei sich hat, wo man sich dann gegenseitig so mitziehen kann, ne? Und außerdem ist das Gepäck ja dann nicht ganz so schwer. Also viele Faktoren, die da reinspielen, ne? Höhenmeter haben wir hier, was haben wir? 211 Höhenmeter, Leute, das ist gar nichts auf die Entfernung, ne? Ich glaube, da wird noch nicht mal eine Kugel runterrollen mit so wenig Gefälle. Oder, ihr wisst, ne? Ja, die Leute da haben Spaß hier, ne? Die sitzen auf der Wiese, trinken Bier, feiern, unterhalten sich, spielen Karten und sowas. Das ist auch richtig geiles Wetter, ne? Das ist einfach klasse. Da scheint noch irgendwer Fußball zu spielen oder so, ne? Oh, auch alles Sachen, wo ich nichts von weiß und nichts von mitkriege. So. Ja, mit dem Wasser echt schade. Boah, Leute, was schwimmt denn da? Guckt euch das mal an. Was ist das, so ein Nutria oder sowas? Ist das ein fettes Viech? Ja, aber ich glaube, so ein Viech habe ich doch auch mal am Ufer sitzen sehen auf irgendeiner Wanderung. Da war ich mit der Kamera ziemlich nah dran. Ich glaube, das ist so eine fette Wasserratte, ne? Wahnsinnstier, irre. Ja, auch ein schönes Naturschauspiel hier erlebt. So, oh, Leute, jetzt kriege ich mir hier wieder so eine Brötchenbombe raus. Oh, da ist sie. Ah, 2 Stück haben wir noch. Da ist auch noch eine Dose Cola, die ziehe ich mir jetzt rein. Puh, Energie tanken. Oh, hoffen, dass das hier weitergeht, ne? So, da haben wir es, 21.57 Uhr. 3 Minuten früher breche ich auf, als eigentlich geplant war, dass wir hier ankommen. Also haben wir doch gut Zeit rausgeholt, ne? Ja, ich navigiere jetzt erstmal weiter hier nach Google Maps. Der wird dann erstmal hier so eine kleine Schleife hier wohl auslassen und dann später an die Mosel stoßen und dann nur noch straight Dings hier, ne? Landstraße. Also die Pause war jetzt etwa eine halbe Stunde gewesen. Die hat sehr, sehr gut getan, ne? Hab dann auch mein Getränk wieder aufgefüllt mit dem Wasser. Das sollte eigentlich reichen bis nach Klotten, ne? Müssen wir mal sehen. Also ich habe jetzt noch einen halben Liter da. Der Trinksack ist voll, also 2,5 Liter etwa drin. Also 3 Liter haben wir noch. Jetzt kommt die Nacht, dann ist es eh was kühler. Brauchen wir nicht so viel. Ja, wollen wir hoffen, dass das genügt, ne? So, Handy hier auch schon an die Powerbank angeschlossen. So, 40 Ader, dann navigiert das schon. Okay, ja, dann gehen wir jetzt hier rechts, irgendwie Neuendorfer Straße. Obwohl, so viel ist das gar nicht, was wir hier... Ach, das ist nur einmal hier, wegen dem Klärbecken oder was, müssen wir ein bisschen ausweichen. Aber dann sind wir schon zeitnah hier am Moselufer dran, ne? Liebe Leute, weiter geht's. Okay.
kurz vor 23 Uhr 100,4 Kilometer gelaufen, Mammutmarsch erledigt, ohne es mitbekommen zu haben, schon 400 Meter mehr. Ja, ich habe mich da eben so ein bisschen vertan. Wir sind doch ab Metternich, sind wir dann hier jetzt bestimmt 2,5 oder 3 Kilometer nur bergauf gelaufen. Das hörte überhaupt nicht mehr auf, um jetzt hier oben zur L234, glaube ich, Landstraße, da umgehen wir dann so zwei Moselschleifen, um dann danach wieder irgendwo mal runterzukommen. Und dann bleiben wir eben die ganze Zeit an der Moselstraße. Das ist die L52, Entschuldigung. Und irgendwo, ja, das geht noch ein bisschen hier, Koblenz-Metternich, das ist auch Landstraße. Ja, wird noch ein bisschen dauern. Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Verbandsgemeinde Untermosel. Ah, okay, bei Dieblichberg auf der anderen Moselseite, da stoßen wir dann auf die Landstraße und dann geht es da eben die ganze Zeit lang. Ja, Leute, das wird alles andere als einfach hier, ne? Wir haben jetzt noch 39 Kilometer. Ich schaffe es hier auch, habe schon die Zeit 20 Minuten runtergelaufen, ne, war ursprünglich war 7.13 Uhr Ankunftszeit, jetzt sind wir bei 6.55 Uhr, also ein bisschen weniger als 20 Minuten. Ne. Oh. Leute, das wird eine richtig satte Nummer, das wird ein Brett, das wird heftig, das wird hart und ich weiß ganz ehrlich nicht, wie ich das schaffen soll, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ne, wenn wir ins Moseltal nachher kommen, ich glaube, da wird auch keine Bahn mehr fahren oder so. Ja. Pech, was soll man machen? Ich habe nur eine Sweatshirtjacke dabei. Irgendwo schlafen wird auch schwierig. Ne? Bleibt spannend. Also durchbeißen. Bleibt nichts anderes übrig. Ja. So, da haben wir es mittlerweile, 23.23 Uhr, 102,6 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen hier an der Landstraße, wo wir eben schon waren, kurz vor der Auffahrt zur A61. Leute, keine Ahnung, wo das hier ist, ne? In der Loh. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Chance hier mal wahrgenommen, nochmal Getränke einzukaufen, weil das ist mir doch ein bisschen zu gewagt, ne, mit den 3 Litern. Ich habe nämlich extrem Durst, merke ich. Ich habe einen ziemlich trockenen Mund. Und da dann irgendwo später in tiefer Nacht auf der Moselstraße wegen so einem Unfug da stecken zu bleiben oder so, da habe ich jetzt lieber nochmal 1,5 Liter stilles Wasser nachgekauft. Hier jetzt nochmal so ein Iso-Drink von Rensa. Ah, okay. Schön Fußball drauf, ne? So, den kippe ich mir jetzt so rein. Mal wieder was Kühles, Erfrischendes, Leute. Ja, solche Rastplätze, die feiere ich ja auch richtig, ne? Hier ist wahrscheinlich 24/7, kann man hier einkehren. Und das finde ich immer toll, ne? Solche Orte, die niemals schlafen. Gerade nachts hat sowas immer sowas ja, Geheimnisvolles und Mystisches, finde ich. Ja? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja. Und dazu muss noch ein Eis sein, ein Oreo-Eis. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gegessen habe. Ja, hat eine ähnliche Form wie Magnum. Das ist so kalt, könnt ihr jetzt sehen, da dampft die Kälte runter. Na, ja, so kalt ist es gar nicht. Es gibt so manche Eistruhen an solchen Tankstellen, die sind so kalt eingestellt, da könntest du fast einen Teilchenbeschleuniger betreiben mit. Das heißt, das Eis ist dann wirklich steinhart, das kriegst du gar nicht abgebissen. Ne? Ich bin ja auch so ein Eisbeißer. Ja. Früher konnte ich das nicht, da hatte ich richtig schmerzempfindliche Zähne, so als Kind und Jugendlicher. Und dann hat sich das irgendwann gelegt. Ne? Ich beiß da 4-5 Mal rein, ist das Eis weg. Uhr, 107,2 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen auf dem Moselweg. Ja, hier sehen wir jetzt auch schon die ersten, na, wie heißen die Dinger, Weinreben. Das
ist dann direkt hier Moseltal, weißt du Bescheid, ne? Ja, dann hier über mir ein fantastischer Sternenhimmel. Ich blende da gerade mal ein Foto ein, der große Wagen. Das ist so ein Sternbild, was ich immer wieder erkenne. Ja, und dann sind wir eben noch von Koblenz aus da eben diesen Höhenweg da, ne, kein Höhenweg, eben eine Landstraße lang. Und da kam dieses so Militärgebiet und da war gar nicht klar, ob ich da durchkommen könnte, ne? Weil auch Google vertut sich da sehr gerne und lotst dann irgendwo lang, wo dann einfach, das Militär macht ja gerne irgendwo einfach einen Zaun hin, dann ist Schluss, dann stehst du da, küsst immer weiter, ne? Aber Idiote Jange, ich hatte aber ein ziemlich ungutes Gefühl gehabt, sind auch die ganze Zeit durch, über diesen Weg da gelaufen, der eben so Probleme macht, ne? Durch die, und hier dann die Moselbahn eben, ne? Noch fährt die Bahn, also noch könnte ich mich in die Bahn setzen, aber ganz ehrlich, ich fühle mich gerade wieder richtig gut, ne? Alles klasse soweit. Ich habe jetzt nur gerade wieder den Faden verloren durch die Bahn. Ja, läuft auf jeden Fall gut, Sternenhimmel läuft auch und ja, wir haben jetzt noch so 2,5 Kilometer bis Koban, Gondorf war das, meine ich, 26 bis Treiskarden. Ja, und dann sind wir nochmal von Treiskaden aus bis nach Klotten. Also Google sagt noch irgendwie 34 Kilometer. Ja, aber jetzt bin ich langsam zuversichtlich, dass wir da zusammen auch ankommen werden. Kilometer 114, Koban-Gondorf liegt hinter uns, genauso wie der Nachbarort Lehmen. Ja, jetzt habe ich schon vergessen, wer da was ich hier erzählen wollte. Das kann nicht wahr sein, ne? Ja, also jetzt so langsam kommt auch so die Müdigkeit zu dieser Erschöpfung noch dazu, ne? Haben wir jetzt schon nachts hier und dann habe ich manchmal so akustische Halluzinationen und höre da irgendwas, aber da ist ja nichts und... Oh. Dann frage ich mich zum nächsten Mal, was ich hier eigentlich tue. Denke ich, bist du eigentlich geisteskrank? Was soll das? Dann kommt wieder so, dann stelle ich mir die Frage, also ich denke da manchmal, ich verstehe nicht, was ich hier tue. Also schon irgendwie so ganz wirre Fragen stelle ich mir dann, ne? Was tust du hier? Aber so ernsthaft, bin ich so in mich gesunken, was tust du hier? Und murmel dann und, Leute, ganz komischer Zustand gerade, ne? Ja, auf jeden Fall die Lampe, genau, die hatte ich eben, da gab es ja neulich schon mal in einem Video, kam vielleicht die Frage, hoch, was ist denn mit deinem Gesicht, wie sieht denn dein Gesicht aus, habe mich total erschrocken und ja, weil mein Gesicht wohl ziemlich rot aussah, das lag dann an der Lampe hier, die hatte ich dann immer auf 2500 Kelvin eingestellt, ich bin jetzt mal auf 3800 Kelvin hochgegangen, ist dann ein bisschen weißer das Licht, jetzt ist es vielleicht was angenehmer. Also ich mag das eigentlich so, dieses, wenn das so ganz warmes Licht ist, nicht? Niedrig temperiert. Ja, aber jetzt habe ich jetzt für euch da mal so runtergestellt. So, gucken wir mal. Ich leuchte mal hier so im Turbo-Modus mal hinter mich, was ihr da erkennen könnt. Ob ihr da was erkennen könnt. Ja. Auf jeden Fall hier vorne, da ist jetzt die Schleuse. Leute, Schleusen, Schiffsschleusen bei Dunkelheit sind auch ganz schön unheimlich. Also alles, was mit so Wasser im Dunkeln ist, ist irgendwie unheimlich. Aber man braucht das ja, diese Schleusen. Weil nachts wird ja auch geschleust, die Schiffe da. So, ich mal hoffen, dass es hier bald vorangeht. Eben Schild war Treiskaden, 21 Kilometer. Also es geht voran, ne? Aber immer mit der Frage, was machst du hier? Ne? Zwei, 118,8 Kilometer gelaufen. Durchschnittsgeschwindigkeit in Fahrt liegt bei 6,8 Kilometer pro Stunde. Herzlich willkommen in Löw. Hier habe ich jetzt diese Bushaltestation, ist das glaube ich
die habe ich mir jetzt hier ausgesucht, um mich mal so ein bisschen hinzulegen. Leute, es ist der Wahnsinn. Das ist so ein Brett. Das ist echt... Eben konnten wir noch den Ort Alken auf der anderen Moselseite sehen. Da war dann noch ein Licht, brannte da oben auf der Burg. Das konnte man sehen. Wer da noch wohl aktiv ist jetzt. Was ein Film. Es ist einfach nur heftig. Boah. Jeder Schritt ist eine Überwindung. Eben war ein Schild, Cochem, 28 Kilometer. Also haben wir noch weniger als 28, weil Klotten kommt vor Cochem. Klotten ist immer nur ganz kurz vorher ausgeschildert, meine ich. Ja, auf jeden Fall, die Moselstraße läuft sich ganz gut, muss ich sagen, um die Uhrzeit hier. Ne? Bin ich mehr oder weniger der einzige Verkehrsteilnehmer. Vereinzelt kommen natürlich doch immer wieder so ein paar Autos. Aber eben einzeln nur. Oh Leute, jetzt kriege ich hier einen Krampf in der Halsmuskulatur vom Gähnen. Das ist doch scheiße, sowas. Ja, aber auf jeden Fall ist es auch gut, dass es dunkel ist, weil dann kann man nicht so weit gucken. Das ist dann doch gerade tagsüber Moselstraße, wenn man dann sieht, diese Kurve, die zieht und zieht sich und nimmt kein Ende. Ne? Das ist hier alles voll mit Todeskurven. Alternativ könnte man natürlich den Moselsteig gehen, aber da hat man natürlich sehr viel mehr Höhenmeter. Und ich meine, von Koblenz bis nach Klotten wären das bestimmt 60 Kilometer, also 15 mehr als so, ne? Ja, Google Maps Navigation hat sich erstmal erledigt jetzt. Kein Internet. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich habe nur mit Telekom, hat mir hier Internet. Obwohl in Pommern und Treis ist es besser geworden. Und in Klotten auch. Da haben sie dann vielleicht irgendwo noch so einen Funkmast hingestellt, ne? Da kann man dann jetzt auch mit mehr als nur mit Internet. Ne? Ich weiß, das heißt Edge, aber E, da sage ich immer Internet. Dann gibt's H, das wäre Hinternet. Das ist so diese Codesprache mit meiner Freundin, da weiß sie Bescheid. Ah, ja gut, kannst du Internet vergessen. Ne? Oh, Leute, wie gerne würde ich jetzt hier einfach zeitlich unbegrenzt erstmal auf dieser Bank hier liegen bleiben. Beine mal hoch. Wenn ich gleich wieder anfange zu laufen, da gehe ich dann wie auf rohen Eiern. Ne? Ich kann da wirklich nicht allzu lange hier liegen bleiben jetzt. So. 118,8. So, ich glaube, jetzt ziehe ich mir noch ein Brötchen rein. Warum ist der so weit weg, ey? Oh. Gucken, was hier alles drin ist in dem Spaßbügel. Ja, das Wasser, mehr gesehen. Ich will jetzt aber diesen blöden, wo ist die Brötchen, Brötchenball. Ich glaube, das letzte Mal Pause gemacht, hatte mal, wann war das? Ich glaube, an der Tankstelle, ne? Kann das sein? Wo ist denn dieses Brötchen-Drecksdingen jetzt? Ist doch vielleicht wieder ein Zeichen, dass ich nichts essen soll? Da knistert doch was. Alle schon aufgefressen. Nee, ich greife immer dran vorbei. Ich denke, das Ding ist auf dem Boden und dann lungert das da hier ganz oben an der Seite rum. So. Boah. Brötchen. Käse. Boah, guck mal hier, von dem warmen Wetter ist er so richtig käsig geworden. Ne? Sieht er das hier so, ja, eben alter Käse. Ja. Ich esse auch nur das eine jetzt. Das andere esse ich
später. Ich denke, eine Pause machen wir noch. Dann könnte man da sein. Ja, da werden so, also ich denke so 22 Kilometer werden da noch sein. Geisteskrank. Uhr 1, 126,9 Kilometer gelaufen, 6,7 km/h im Durchschnitt. Herzlich willkommen im Ort Moselkern. Ich weiß nicht, kann man es schon erkennen. Also die Sonne geht langsam auf, ne? Die Nacht lichtet sich. Oder wie sagt man da? Boah, Leute, also hier Moselkern, das ist jetzt der letzte Ort, bevor es dann nach Treiskaden geht. Und Leute, dann nähert sich diese Tour endlich dem Ende. Ich habe es schon lange... da kommt wieder so ein Schild. Sehr gut. Da kommt wieder so ein Treiskaden-Schild. Leute, ich mache zwischendurch immer so die Augen zu beim Laufen. So vielleicht 5-6 Schritte, das tut immer ganz gut. Ja, Moselkern, da sind wir jetzt. Was steht da? Treiskaden. 6,4. Vorher kommt noch Müden. Ja genau, Müden kommt noch, da ist die Schleuse. Das sind 3,6 noch. Dann kommt Treiskaden. Und Leute, dann muss man doch endlich mal da sein. Es reicht. Es reicht einfach. Ich bin durch. So, was steht da? Kochen. Ja, das sind die Autoschilder, ne? Die sind immer, die sind ziemlich böse. Weil die Entfernungen da immer woanders hinzeigen, als wenn man da diesen Fahrradschildern folgt. Das ist dann immer, das ist in der Regel genauer. Ja. Da kann es passieren, dass der Kochen 20 Kilometer steht, gehst einen Kilometer, steht da immer noch 20. Das ist ja wahnsinnig. Puh. Ja, nochmal Pause machen, weiß ich nicht. Ich bin eben einmal, ich glaube, für eine Minute stehen geblieben, um kurz mich am Wegesrand zu erleichtern. Und das war schon danach wieder eine Qual, in Bewegung zu kommen, von den Füßen her, ne? Leute, irre. Ja, viel werde ich auch nicht mehr filmen. Ich werde gleich nochmal einfach mal gucken, ne? Also es gibt keine Laufszenen mehr und sowas. Einfach nur dann gleich, wenn ich noch was spreche. 4.36 Uhr, Punktlandung, 130 Kilometer. Herzlich willkommen in Müden. Jetzt haben wir noch 3,5 Kilometer bis nach Treis, beziehungsweise Treiskaden. Und von da aus sind es, da meine ich nochmal 4 bis Pommern und dann nochmal 4 bis Klotten. Ne? Leute, ich bin in Gedanken schon so bei meinem Zimmer, da gleich zu duschen, mich erstmal aufs Bett, beziehungsweise auf den Boden zu legen. Boah. Nee, wirklich geisteskrank, was ich hier mache. Das ist. Warum tue ich das? Das ist doch einfach nur noch quälen. Sich quälen um des Quälens willen. Aber wenigstens haben wir es wieder Tageslicht. Zehn nach fünf, 132,7 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Karden. Leute, ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Es geht halt so langsam voran und ich muss alle, ja gefühlt alle 100 Meter mache ich jetzt das hier. Boah, den Fuß hoch. Oh, und dann halt so mal so gegenlehnen, den Oberkörper. Boah. Und dann das Ganze noch dem anderen Fuß. Boah, das tut so gut. Leute, da sind jetzt noch 8,5 Kilometer. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so unvorstellbar heftig. Und ich habe richtig Sorge, gleich meinen rechten Schuh auszuziehen. Dann seht ihr hier von dem bisschen stehen. Jetzt gehe ich wieder wie hier, ne, wie ein Versehrter. Na, auf jeden Fall der rechte Fuß. Ich glaube, da hat sich die komplette Fußsohle
in eine einzige Blase verwandelt. Ich kann mich täuschen, vielleicht ist das auch der Socken, der da irgendwie schief sitzt oder so. Aber das fühlt sich echt nicht gut an, ne? Habe ich gleich echt so ein bisschen Sorge, mir das anzugucken. Viertel vor sechs, herzlich willkommen in Pommern. Noch 5,6 Kilometer. Liebe Leute, gleich 10 vor 6, herzlich willkommen in Klotten. Ich habe es geschafft. Ich hätte gedacht, ich komme hier niemals an. Also das war so ein krasses Brett gewesen. Vor allen Dingen das Stück jetzt von Pommern bis hier rüber. Das war wirklich das härteste Stück von allen. Ja. Also wir haben 141 Kilometer glatt gemacht. Vielleicht, ja, der hat hier nur eine Nachkommastelle, vielleicht haben wir noch 50 Meter dabei oder so. Wir belassen uns mal bei 141 glatt und damit waren wir tatsächlich 23 Stunden und 50 Minuten unterwegs gewesen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Völlig geisteskrank, oder? Ja, hier stehe ich auf jeden Fall gerade an der Fähre in Klotten. Ist auch immer sehr schön hier. So. Dann würde ich sagen, ist dieses Video ja auch beendet, aber im nächsten Video geht es nahtlos weiter, denn ich möchte euch dann zeigen, was hier jetzt in den Stunden nach dieser Wanderung passiert ist. Ich gehe jetzt hoch ins Zimmer und da wird dann direkt das nächste Video weitergehen. Also liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Durchhalten, madet jod und tschüss.